Kapitel 5 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen drauf, am Spinnrad schon, saß die besorgte Frau voll drüber Gedanken, trat herein ihr Sohn und setzte sich ihr gegenüber. Ach Mutter, hob er an, vergib mir mein gestriges Betragen. Verzeih mir, dass auf deine Fragen ich dir die Antwort schuldig blieb. Doch wenn du's mir mit Recht verübelt, heute will ich offen dir gestehen, ich kann, soviel ich nachgegrübelt, nicht fassen, was mit mir geschehen. Ich bin nicht krank, und dennoch lieber hätte ich deinen ärgsten Schmerz gefühlt, als dieses rätselhafte Fieber, das mir im Inneren tobt und wühlt. Mit Namen weiß ich's nicht zu nennen, und weiß auch nicht, wie man's behebt. Du aber wirst's gewiss erkennen, wenn du vernimmst, was ich erlebt. Drauf gab ihr genaue Kunde, wie gestern bei dem Badegang der Sultanstochter ihm gelang, ihr Antlitz aus dem Hintergrunde, befreit vom Schleier zu erblicken. Und wie dies Bild seit jener Stunde sein Herz an unsichtbaren Stricken hinziehe zu der schönen Fee. Kurzum, so schloss er seine Schilderung, kein Zweifel für mein tödlich Weh, gibt's keine Hilfe, keine Milderung. Es wäre denn, dass unverweilt sie selbst, jawohl, sie selbst mich hält, von allen Nöten und Beschwerden. Gefasst somit ist mein Entschluss, Prinzessin Bedrulbudur muss auf immerdar die meine werden. Die Mutter, die von ihrem Spinnen ablassend eifrig zugehört, rief lachend aus, bist du von Sinnen? Ja, bist so völlig du betört. An solch unmögliches Beginnen denkt nur ein Ausgemachter nah. Nein, Mutter, sprach er, nein, du irrst. Zwar wusste ich, dass du lachen wirst, doch mein Entschluss ist fest und starr. Und ob du zehnmal sagst, den Glitten, sei mir mein sämtlicher Verstand. Es bleibt dabei, den Sultan bitten, will ich um seiner Tochter Hand. Mein Sohn, begann die Mutter ernst, damit du recht erwägen lernst, wie kindisch deine Reden sind, antworte mir, wer soll es wagen, ihm diese Bitte vorzuschlagen? Du selbst, rief Aladdin geschwind. Ich? Gott behüte mich davor. Schon der Gedanke macht mich beben. Wie dürftest du dein Auge erheben zu einem Sultanskind empor? Hast du vergessen, dass ein Schneider bescheidenen Ranges dein Vater war? All deine Ahnen Hunger leider. Und ist, so frage ich nicht sogar, für unseres Herrschers Schwiegersohn ein Prinz noch von so niedrem Stande, falls er in seinem Heimatlande nicht Aussicht hat auf einen Thron? Sie predigte nur tauben Ohren. Nenn's Wahnwitz, nenn es Eigensinn. Ich habe es mir einmal geschworen und nichts erschüttert mich darin. Solange mich des Himmelsbau nicht krachend unter seinen Lasten begräbt, werde ich nicht ruhen und rasten, bis die Prinzessin meine Frau. Ja, wenn du mich nicht elend sterben willst, sehen bereits am heutigen Tag, dann musst du, kost es, was es mag, in meinem Namen um sie werben. Die Mutter wurde höchst verlegen, ihn zum Verzicht auf seinen Plan durch Überredung zu bewegen, schien hoffnungslos in solchem Wahn. Nochmals versuchte sie's mit Güte. Gott weiß, was für mein armes Teil ich alle Zeit mich um dein Heil mit meiner ganzen Kraft bemühte. Für dich vollbrech die schlimmsten Falles, die schwerste Tat aus eignem Trieb. Denn wahrlich, ihrem Kind zulieb, tut eine gute Mutter freudig alles. Ja, wenn dem Mädchen dir gefiele, zu vornehm weder noch zu reich, nicht säumen würdig, sondern gleich, dir ebnen deinen Weg zum Ziele. In deinem Namen um sie freien und meinen Segen dir verleihen. Doch nimm nur an von ungefähr, dass ich dir deinen Willen täte, verwegen vor den Sultan trete mit solch frevelndem Begehr. Wird überhaupt dich vorgelassen, wird augenblicklich nach Gebühr nicht einer mich beim Arme fassen und mich befördern vor die Tür. Nimm aber an, dass mir es gelänge, durch all der bittenden Gedränge, dem Sultan selber mich zu nahen, und er, der gnädig ist für jeden, weiß auch sein letzter Untertan, gestattete mir, frei zu reden. Wie denn begründe ich dein Gesuch? Welch ein Verdienst ist dir zu eigen? Kann ich auf deinen Namen zeigen, in irgendeinem Ehrenbuch? Kannst du durch eine seltene Leistung, durch eine vielgerühmte Kunst, Nachsicht verschaffen der Erdreistung, zu flehen um diese Gunst? Und sei noch dessen eingedenk, dass man vom Sultan darf erscheinen, nicht ohne kostbares Geschenk. Du selber wirst wohl kaum vermeinen, es finde sich in deiner Habe ein Kleinod von so herrem Glanz, dass ich es bitten könnte als Gabe dem größten Herrn des Morgenlands. Ei, gerade wenn ich dies bedenke, versetzte ruhig Aladdin, dann wird mir neuer Mut verliehen. Ich hätte nichts, was zum Geschenke für einen Sultan gut genug. Entsinn dich doch der hübschen Sachen, die dazumal ich bei mir trug, als ich der Höhle finsterem Rachen entronnen war mit heiler Haut und die mein Mangel an Erfahrung für bunte Gläser angeschaut. Längst aber ward mir Offenbarung, lernt ich doch von den Juwelieren den Unterschied zwischen falsch und echt. Juwelen sind es nicht so schlecht, um eine Krone zu verzieren, doch auserlesene Farb und Art, die werden, kann ich dir versprechen, dem Sultan, wenn er sie gewahrt, gewaltig in die Augen stechen, so dass er überfließt von Gnade. Die Zauberfrüchte kurz und gut nahm insgesamt er aus der Lade,
worin bis heute sie geruht, und ordnete sie mit Bedacht in einer schönen alten Vase, die seine Mutter eine Base einst zum Geburtstag überbracht. Ja, freilich, von gemeinem Glase kam dies lautre Feuer nicht, das nun mit stärkerem Gefunkel sie blendete bei Tageslicht, als in des Abends halbem Dunkel. Nachdem an dem erhabenen Schimmer die beiden lange sich geletzt, nahm Aladdin das Wort: Was jetzt? Sag, Mutter, zweifelst du noch immer, dass mein Geschenk der Sultan schätzt? Du wirst, soweit ich im Palast, mit dieser Gabe gut empfangen. Sprich, welchen Einwand du noch hast, um mir zu weigern mein Verlangen. Zwar konnte sie nicht überzeugen, doch weil er wild und wilder bat, so wusste sie sich keinen Rat, als widerstrebend sich zu beugen. Wohlan, mein Sohn, weil du's verlangst, will ich das Wagnis auf mich nehmen, will trotz meiner Herzensangst mich zu dem schweren Gang bequemen. Nur gib mir nicht die Schuld, wenn später daraus entquillt ein Unglücksborn, und wenn uns in gerechtem Zorn der Fürst bestraft als Missetäter. Warum denn gleich das Ärgste glauben? Erwiderte der Sohn ihr heiter, und sollte wirklich Zürnen schnauben, dann hilft gewiss mein Glück mir weiter. Die Lampe, die nun schon seit Jahren auf Wunsch uns üppig tränkt und speist, wird mir auch künftigen Gefahren als Beistand senden ihren Geist. So wußt du überaus gewandt, auch ihren letzten Widerstand mit Gründen aller Art zu brechen, und sie erklärte sich bereit, beim Sultan morgen vorzusprechen, wenn sie im Bereich der Möglichkeit. Ende von Kapitel 5, gelesen von Elli, Jänner 2012.